Ja, es ist wirklich ein Gefühl, wieder im Leben zu sein. Ne? Ein unglaublich befreiendes Gefühl und wirklich ein Gefühl, an das man sich erstmal gewöhnen muss nach all den Wochen und Monaten, den man hier im geschlossenen Geschäft betreiben musste. Und ja, es ist wichtig gewesen auch, dass wir schon vor der Pandemie auch auf dem digitalen Bereich Fortschritte gemacht haben, ne? Was die Homepage anbelangt und was die Aktivitäten in den sozialen Medien anbelangt. Ich würde natürlich wünschen, dass die Kunden wieder zurückkommen, was sie auch zu einem großen Punkt auch machen. Also wir sind ja sehr froh, dass wir jetzt wieder aufmachen können, dass auch wirklich wieder fast so ist wie vorher, dass jeden Tag mehr Kunden reinkommen. Auch dass jetzt wieder die Gastronomie öffnet in der Stadt, ist auch natürlich für die Gastronomie sehr schön, für die gesamte Stadt schön, aber auch für uns im Einzelhandel natürlich auch sehr gut. Ne? Wir müssen ja nur vor unserer Haustür hier auf der Königsallee schauen, um zu sehen, dass wir wirtschaftliche Folgen erleben durch die Corona-Krise. Umso schöner, jetzt zu merken, dass wir ein bisschen zur Normalität zurückkehren, dass wir endlich wieder mehr Menschen auf der Köhe erleben und sehen dürfen. Wir glauben, dass wir in den nächsten Jahren ein sehr starkes Wirtschaftswachstum natürlich auf einem geringeren Niveau sehen werden, sodass wir optimistisch in die Zukunft blicken. Uns war es immer wichtig, im Gespräch zu bleiben und trotzdem für unsere Kunden da zu sein, auch in diesen schwierigen Zeiten. Wir hatten beispielsweise große Kundenveranstaltungen in virtuellen Formaten. Natürlich ersetzt das nicht den persönlichen Kontakt. Also wir freuen uns, wenn es bald wieder hoffentlich auch anders möglich ist. Aber wir haben unglaublich viel Positives auch aus der Krise für unser Unternehmen und die Zusammenarbeit lernen dürfen. Wir sind zurück. Es freut uns, die Köhe-Galerie, die Shops sind wieder geöffnet. Was bei uns natürlich noch so ein bisschen die Besonderheit in der Köhe-Galerie ist, dass wir neben 20.000 Quadratmeter Retail, also Handelsfläche, auch noch 30.000 Quadratmeter Büro-Office-Fläche haben. Derzeit haben wir einige Leerstände in der Köhe-Galerie im ersten Obergeschoss, ja. Das hat aber nichts mit Corona zu tun oder den Auswirkungen, die Corona mit sich gebracht hat. Das waren normal auslaufende Mietverträge. Wir freuen uns, Licht an, Türen auf, es geht voran. Zukunftsaussichten, darf ich ganz ehrlich sagen, aus den Gesprächen, die wir intern auch mit den Mietern führen. Wir sehen positiv in die Zukunft, dass wir jetzt langsam wieder zu einer normalen Handelsmentalität und Handelsperspektive zurückkommen. Also wir sind natürlich in einer sehr glücklichen Situation, dass wir von sehr viel Stammkundschaft leben dürfen, die trotzdem auch Aufträge hatten, die wir abarbeiten konnten. Wir als Couture-Salon sind dem Handwerk zugeordnet. Das Atelier durfte natürlich unter strengen Vorsichtsmaßnahmen arbeiten. Selbst in einem Couture-Salon bleibt auch dieses Thema Digitalisierung. Wir können den Kunden zeigen, wo ihre Sachen hergestellt werden. Wir können sagen, wo die Stoffe herkommen. Und da geht es eben darum, dies jetzt in den digitalen Medien auch darzustellen und zu zeigen und auch so vielleicht neue Kunden für uns zu gewinnen in Zukunft. Das Positive der ganzen Pandemie für uns, wenn man etwas rauszieht, ist, dass man Zeit hatte zu reflektieren, sich auch mal was Neues zu wagen, mehr von sich zu zeigen. Da freuen wir uns natürlich riesig darüber, dass es nun jetzt wieder Licht am Ende des Tunnels gibt, dass es vorangeht und dass wir auch wieder Freude am Leben zurückgewinnen. Wir als Breitenbacher Hof haben üblicherweise bis zu 72% internationale Kunden. Das wird sich jetzt eben auch durch den zweiten Lockdown verändern. Wir wünschen uns, dass die Stadt Spitze und alle diejenigen, die auch für die Vermarktung der wunderbaren Destination Düsseldorf verantwortlich sind, erkennen, wie wichtig das ist, dass wir jetzt eine Vision für die Vermarktung unserer Stadt aufzubauen. Wir sind neben London und Paris eigentlich die Destination als Metropolregion, die am begehrenswertesten ist. Wir haben wunderbare Möglichkeiten, die Stadt noch gezielter zu vermarkten. Und da müssen wir alle dabei sein. Die Gewerbetreibenden, der Einzelhandel und natürlich auch eben die Unternehmer, ob sie nun an der Königsallee oder im Hafen sind. Und das ist sicherlich ganz, ganz wichtig für uns alle. We'll